das sagt man in der Vorlesung noch so, aber im Berufsleben sieht es dann so aus, dass man es so und so macht. Also Sie haben alle Seiten da mitbekommen, ja, sozusagen. Und Sie sagten gerade im Vorgespräch, ich habe mich auch nicht so unter Druck setzen lassen da. Wie haben Sie dieses Jahr gestaltet? Also das war so ein bisschen so eine Zwangspause nach dem Bachelor, weil eben die Vorlesungen in Schweden nicht so richtig hundertprozentig mit denen in meinem Master hier zusammengepasst haben. Das heißt, entweder die waren gleichzeitig oder in der falschen Reihenfolge oder andere Schwierigkeiten. Das heißt, ich konnte im Prinzip auch in dem ganzen Jahr nur 30 ECTS hören, also die Hälfte der Punkte, die angegeben waren. Und durch die Zwangspause hatte man dann halt auch mehr Zeit, sich mit den Fächern, die man dann gehört hat, auch auseinanderzusetzen. Also es war einfach nicht die gleiche Informationsdichte, sondern man hatte eben dann ein Projekt, auf das man sich konzentriert hat, im Prinzip wie eine Blockveranstaltung, wo man dann so richtig eingetaucht ist. Auch. Das heißt, Sie haben Zeit gehabt und es ging nicht um 2 Wochen Trichter, ja, sondern wirklich um eine... Also natürlich gab es auch Klausuren, aber die Klausuren waren eben anders aufgeteilt. Also nach dem halben Semester, wo dann die 2 Vorlesungen abgeschlossen waren, gab es dann eine Woche, in der die beiden Klausuren waren. Und das war dann eben immer sehr fokussiert, das ganze Lernen. Ja, das ist also ein positives... Das war meine positive Lernerfahrung. Ja. In Stockholm oder wo war das? In Göteborg. Göteborg. Wunderschönes Göteborg. Ich war gerade in Stockholm, aber wegen früher Neuzeit als Historikerin, muss ich dazwischen schieben. Gut, willkommen Herr Professor Dr. Sönke Knudsen. Auch Sie sind hier kein Unbekannter als Vizepräsident der Lehre, Leitung im Institut Technik, Arbeitsprozesse und berufliche Bildung. Und Ihnen brennt dieses Thema unter den Nägeln. Ja, das ist so. Ich habe ja das große Glück, dass ich mich mit diesem Thema Lernen und Lehren eben nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Forschung beschäftige. Also wir bilden Berufsschullehrer aus, deswegen ist das halt eine essentielle Frage. Wie lernt man eigentlich oder wie lehrt man vernünftig, wie lehrt man so, dass andere Leute wieder was lernen können? Dieses Zusammenspiel von Lehre und Lernen ist also ein Hauptgegenstand meiner Lehre und meiner Forschung. Das, was Sie jetzt alle schon gesagt haben, ist eigentlich das, was jetzt auch gar nicht so neu ist, das weiß man eigentlich schon seit den Reformpädagogen, die haben dann gesagt, Lernen mit Kopf, Herz und Hand sei eben das, was vernünftig funktioniert. Also Leute müssen motiviert sein, sie müssen es durchdringen, das, was Herr Kasper gesagt hat. Das, was Sie gesagt haben, müssen halt auch machen. Man muss es eben auch anfassen. Das liegt halt daran, dass das Gehirn es insgesamt verarbeiten muss und abrufen können muss. Und wenn man sich jetzt überlegt, vielleicht auch so ein bisschen das, was bei Ihnen interessant ist, bei Airbus ist ja immer die Frage, es geht ja letztlich darum, dass die Leute handlungskompetent werden. Das heißt, sie müssen ja irgendwie in ihrem Beruf dann handlungskompetent agieren können. Und das ist ja immer die Frage, wie kommt man eigentlich auf eine Lösung? Und in aller Regel ist es halt so, dass man irgendwas, was man macht, schon mal so ähnlich gemacht hat. Die meisten Ableitungen von dem, was man kompetent macht, sind eben nicht so, dass man etwas komplett Neues machen muss, sondern man macht irgendwas Ähnliches. Und jetzt ist eben die Frage, wie ruft man das ab? Wo liegt das? Wo kommt das her? Und wenn man sich das sehr kompliziert, also aus isolierten Fakten zusammenbauen muss, also isoliert aus Informatik, Mathematik, Physik und so weiter, ist dieser Weg schnell zu sagen, ich habe sowas schon mal gemacht, natürlich weit. Wenn das aber so ist wie bei Ihnen, man macht große Projekte, wo es halt komplex situiert, zusammengehört, möglichst auch noch in sozialen Kontexten, also weil das ja auch immer noch zusammenspielt, sind halt immer Menschen, die miteinander arbeiten, dann hat man eine Situation, wo man sagt, sowas Ähnliches habe ich schon mal gemacht und da habe ich so gemacht und jetzt muss ich ein bisschen variieren und dann finde ich die Lösung. Das ist wahrscheinlich genau das, was man in der Industrie und ich weiß gar nicht, woher Sie kommen, also Industrie und eigentlich allen beruflichen Prozessen so braucht. Das ist ja auch das, was wir in unserer Profession eigentlich dauernd machen. Also ähnliche Dinge nochmal. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, über die Frage, erste Frage, positives Lernerlebnis. Dann kam die Frage Lernerlebnis, habe ich auch gedacht, das ist ja viel einfacher, weil man eigentlich, wenn man so an seine eigenen Lernerlebnisse denkt, dann fallen einem unendlich viele negative Lernerlebnisse ein. Unendlich viele. Latein bei mir. Oh, Katastrophe. Katastrophe. Und das lag daran, dass ich überhaupt keinen Bezug dazu hatte. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Das war eine einzige Quälerei. Die Sachen, die positiv waren, waren eben immer da, wo man was damit anfangen konnte und wo man Bezüge dazu hatte. Aber es gibt tatsächlich beides, negative und positive Lern- und Lehrerfahrungen und es ist eigentlich auch ganz gut, dass man die hat, weil man daraus ja auch was ableiten kann für sich selbst. Ich mache das übrigens jetzt so bei meinen Lehrern in der Lehrerausbildung, dass ich Bachelor und Master folgendermaßen trenne. Sie sollen in dem Bachelorstudium ihr Lernen bewusst machen.
und erst im Masterstudium das Lehren bewusst machen, weil nämlich die Auseinandersetzung mit den eigenen Lernprozessen total wichtig ist, um später guter Lehrer zu werden. Also sich selbst permanent reflektiert mit ihren eigenen Lernprozessen auseinandersetzen, also was passiert da eigentlich bei denen, warum funktioniert was oder funktioniert nicht so gut, und daraus dann später die Lehre ableiten. Denn im Kopf als Lehrer, Hochschullehrer auch, muss man natürlich immer diese Trennung machen. Was mache ich als Lehrer? Also was will ich senden, übermitteln und so? Lernen ist aber natürlich immer der Prozess, der in dem Gehirn dessen passiert, der da sitzt. Das haben wir gar nicht im Griff. Also wir können was anbieten. Also ob der das lernt oder nicht, das entscheidet er selbst. Und manchmal auch nicht mehr so sehr willentlich, sondern das passiert halt über Motivationslagen, über alles Mögliche. Und deswegen muss man sich halt sehr genau damit auseinandersetzen, unter welchen Bedingungen Lernen überhaupt funktionieren kann. Denn unsere Aufgabe ist ja in erster Linie nicht das Lehren, sondern Lernen zu ermöglichen. So sehe ich es jedenfalls. Punkt. Ich könnte jetzt immer weiterreden. Aber ich möchte trotzdem hier Positives. Oder nicht. Also das war dann das Latein, was so schlimm war. Cogito ergo sum, alles klar. Ne, also das war dann noch. Ist alles klar. Nam turris agitur cum proximus arit. Wunderbar, ne, das bleibt dann alles. Aber Asterix und Obelix waren da auch meine Lernunterstützer. Gut, danke. Rainer Brodersen, Sie sind bei Airbus tätig, auch im Betriebsrat. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind sogar unkündbar. Das sind ja Vorstellungen, die wir als Freiberufler gar nicht uns vorstellen können. Aber Sie sind ja auch mal hier angefangen. Und was bedeutete dann, wo haben Sie Ihr Ingenieurwissen erlangt? Wie ist Ihr Bildungsweg gewesen? Ja gut, das ist das Interessante an der ganzen Geschichte. Ich bin bei Airbus, ich bin einer der Mitbegründer des Wissensmanagement, wo Arne dann später einer meiner Studenten war. Ich bin aber gar kein Ingenieur, ich bin zuständig, wir sind also damals angefangen, wir beide, und waren zuständig für 1500 Ingenieure, für deren Bildung im weitesten Sinne bei Airbus in der Rumpfauslegung, also alles, was der Rumpf, die Tonne, wie wir sie nennen, bei Airbus ist. Geht also nicht um die Flügel, geht nicht um die Kabine, sondern wirklich nur Rumpf, daher kommt die eben, ich habe gerade nochmal aufgeschrieben, Sabine sagte irgendwie finite Elemente und so weiter, also ich habe gesagt, suchst du einen Job? Nein, ich bin Bauingenieur. Ja, also, die nehmen wir ganz besonders gern. Die können nämlich. Ich muss dazu sagen, ich habe Abi am Gymnasium Finkenwerder gemacht, war also schon ein paar Mal bei Airbus. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Die Zeiten haben sich geändert, damals gab es auch noch nicht solche Leute wie mich und Arne. Gut, ich habe damals also dort angefangen und habe diesen Job gekriegt. Das Wissensmanagement bei Airbus im Engineering für 1500 Menschen aufzubauen. Das Schöne ist eben bei Airbus, Geld spielt keine Rolle. Da kam der Chef um die Ecke und sagte, hier haben Sie 3,5 Millionen und kümmern sich um meine Jungs. Und das ist eben wirklich etwas, was das Ganze sehr spannend gemacht hat, insbesondere, weil ich gar kein Ingenieur bin. Ich bin Jurist. Etwas, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Ich bin auch noch ein ganz besonderer Jurist. Ich bin kein Examinierter. Ich bin ein sogenannter Dibbeljur. Ein Diplomjurist, der Wirtschaft und Arbeitsrecht studiert hat an einer ziemlich linken Universität, der HWP in Hamburg. Eigentlich auch noch so einen Nimbus hatte, was kauft man sich als Kapitalist gar nicht ein. Aber sie wollten einfach wissen, dass es jemand von draußen auf das Lernen guckt. Also mit einem ganz anderen, nicht wissenschaftlichen, ganz klar hier beschriebenen wissenschaftlichen Ansatz, sondern mit einem, der von draußen aufguckt und jetzt sagt, nicht den Tunnelblick, den ihr irgendwie hier alle ja auch lernt, und mal einen anderen Blickwinkel, die ganze Sache anders betrachten, das Lernen anders betrachten, wo muss man Leute, also auch in den Vorausschauen, Budget nicht beachtend, ich habe mein Budget regelmäßig überzogen, all so etwas einfach grenzenlos irgendwie aus dem Vollen schöpfen, sozusagen. Einmal ganz einen anderen Blick dran bringen. Können Sie das mal an einem Beispiel beschreiben, um unseren Neid so richtig wachsen zu lassen? Also wie das so, diese Bildung und diese Wissenschaft. Zum Beispiel ein einziges Beispiel, ich erzähle immer nur aus der Praxis. Ne? Also die Theorie überlasse ich den Fachleuten. Ich erzähle aus der Praxis, es gibt etwas, ein Material, das Kohlefaser heißt, das in aller Menschen im Munde ist, gerade hier auch. Dort so wurde entschieden, wir auf der also wir gehören zum Staff, also zum Stab des Engineerings. Dort wurde entschieden, wir bauen das nächste Flugzeug, die A350, die dieses Jahr fliegen wird. Bauen wir in Schwarz, also in Kohlefaser. Das ist, wie gesagt, schon 10 Jahre her, als wir damit angefangen sind. Da muss man etwas planen, etwas langfristig aufplanen. Und zwar brauchen wir
Statiker, das sind nämlich die Menschen dort, die auch aus dem Baugewerbe kommen und Nastran und Patran können. Diese Statiker, diese Designer müssen eben auch sich mit Kohlefaser auseinandersetzen. Und dafür brauchten wir Schulung. Die gab es natürlich überhaupt nicht. Dann muss man so etwas vorbereiten. Naja, und dann initiiert man so etwas. Und dann ist es eben schön, wenn man in so einem Kapitalistenpott sitzt, wo man wirklich mal voll zugreifen kann, weil Budgetbeschränkungen, wie gesagt, kann man nehmen, kann man aber auch liegen lassen. Und dann nimmt man sich eben eine Viertelmillion und lässt sich ein Training entwickeln, das bis heute Standard ist, wobei Arne einen nicht unerheblichen Anteil hatte, weil der Anbieter natürlich sofort gesehen hat, dass man da Geld verdienen kann, hat uns 8.000 pro Schulungsmodul hingelegt. Das kostet das jetzt für die Menschen pro Nase, der daran teilnimmt. Arne hat nachgerechnet, hinterher hat es dann 5.500 nur noch gekostet. Wohl dem, der rechnen kann. Juristen können das nicht. Ja, und das ist eben das, der große Vorteil, wenn man aus der Praxis kommt. Ja, aber das heißt, Sie haben ja gerade wirklich beschrieben, jemand als Jurist, also als Geisteswissenschaftler, kommt in ein naturwissenschaftlich ausgerichtetes Unternehmen und bringt dann solche, ja, hat die Möglichkeit, solche Sachen voranzutreiben. Das bedeutet ja, dass durchaus diese Synergieeffekte zwischen sogenannter Naturwissenschaft und sogenannter Geisteswissenschaft, ich sage das jetzt immer mal in Tüttelchen, weil ich diese Trennung auch hinterfragen möchte, das hat ja wirklich was gebracht. Auf jeden Fall. Ja. Und Ihr eigenes positives Lernerlebnis? Ah, genau. Sie warten darum, ob ich nicht vielleicht was mitbringen könnte oder jeder was mitbringen könnte. Ja. Ich bringe euch was mit. Ja. Ich bin ja ein sogenannter, auch ein Wissensmanager, wie gesagt, der damalige noch vorgesetzte Kollege von Arne. Ich bringe etwas mit, was beim Wissensmanagement lebensnotwendig ist. Wer nicht Kaffee trinken kann, also vielleicht für die, die es nicht sehen können, eine Espresso-Tasse. Wenn ich in Toulousien, das ist die zweite Hauptstadt von Airbus, wenn ich in Toulouse, wo wir regelmäßig jeden Morgen hinfliegen und auch abends gerne mal wieder zurückfliegen, wir haben einen Shuttle-Service zwischen zwei Standorten per Flugzeug. Wenn man dort also hinfahren würde und sich in einem leidlichen Englisch, wenn die Franzosen behaupten, sie sprechen Englisch, ist das immer noch gelogen. Wenn Sie also in einem leidlichen Englisch irgendwelche PowerPoint-Präsentationen, ähnlich wie ihr sie hier machen müsst, deswegen bin ich bei dem Professor, der sagt irgendwie, ich nehme lieber eine Tafel und erkläre den Kollegen das richtig. Herzlichen Glückwunsch, gute Idee. PowerPoint ist irgendwie echt müde. Und wenn man sich das dann leidlich anhören muss, einen halben Tag, dann stellt man hinterher fest, nach dem Mittagessen zwei Espresso mit den französischen Kollegen und ich habe mehr erreicht, als ich, wenn ich an diesem Meeting teilgenommen habe und dort hinterher auch an Entscheidungen sind die beim Kaffee wesentlich schneller getroffen. Ja, und das Koffein soll ja beim Lernen auch helfen, hat mir jetzt ein neurologisch versierter Mensch gesagt. Also multifunktionales Lernen. Vielen Dank, dass das mitgebracht worden ist. Kann man ja vielleicht auch die TU-Tasse entwickeln als VR-Objekt für die Stadt. Und Profilierung. Ich liefere auch gerne einen Vorschlag. Gut, das ist erstmal jetzt unsere Vorstellungsrunde. Top 2 zum Ist-Zustand in der Lehre und in der betrieblichen Ausbildung. Herr Professor, ja? Ich? Ach, das ist ja ganz vielfältig. Also eigentlich, ich sagte ja schon Geisteswissenschaft, Schwerpunkt frühe Neuzeit, Oper 18. Jahrhundert, jetzt hoffentlich nicht schreien, ist sowas von praxisnah, aber es erfordert ein ungeheures, dickes Fell, sich gegen all diese Wissenschaftler auch zu positionieren, die sagen, ja, aber wir müssen doch nur die Theatertheorien analysieren und doch nicht die Libretti hinterfragen, inwieweit die an historische Quellen vielleicht angebunden sind. Das heißt also, die Praxis in die Geschichte hineinbringen und fragen, welche Auswirkungen hat die Geschichte bis heute für unser Weltbild, für die Geschlechterrollenvorstellungen, für unsere Vorstellung von Wissenschaft.